Ich bin eine Mission, ich würde sagen, einfach weil ich getauft bin. Das Wort Mission ist ein großes Wort. Ja, das Motto gefällt mir besser, muss ich ehrlich sagen, getauft und gesandt. Ja, die Taufe hat irgendwie gewirkt und man will etwas machen, man muss etwas machen und man will etwas machen. Wenn ich zum Beispiel Menschen sehe, die Hilfe benötigen, dann lehne ich diese nicht ab. Und das ist schon Mission im Kleinen. Wenn die anderen Leute dann das sehen und mich vielleicht auch nach meinen Intentionen fragen. Mission bedeutet, dass man etwas machen will. Durch die Taufe, nach der Taufe. Das kann eine Herausforderung sein, ist aber auch eine Freude. Herausforderung, indem man sich fragen kann, warum man sich für etwas entschieden hat, für einen schwierigeren Weg vielleicht entschieden hat, ist aber auch eine Freude in dem Sinn, dass man sich am richtigen Platz fühlt. Ja. Und weil jeder in seinem Leben etwas zum Ausdruck bringt und eigentlich das als Priorität ansieht, was am wichtigsten, also einfach das Wichtige wird noch einmal durch das, wie man lebt und was man eben lebt, unterstrichen. Eine große Sendung ist die Welt, praktisch die Welt, die vom Klimawandel erschüttert wird. Und ich glaube, das ist auch eine große Mission, damit man da schon in der Pfarre beginnt, was zu machen, was dagegen zu machen. Zum Beispiel, dass man verschiedene Sachen wie Plastik einspart. Also ich sehe mein Engagement mehr in den kleineren Dingen, unter Anführungszeichen. Ja, indem ich auch schon 3 Kinder habe, indem ich meine Arbeit gut mache, ja, indem ich versuche, mich für das Gute wirklich einzusetzen. Ich möchte einfach von der Hoffnung, die mich bewegt und von der Hoffnung, die mich trägt, etwas weitergeben. Das heißt einfach, sei es jetzt manchmal gefragt, manchmal ungefragt, einfach davon etwas spüren lassen. Und die Hoffnung ist für mich ganz klar Jesus Christus, Gott. Mich fasziniert an Jesus Christus, dass er sehr oft über das rausgegangen ist, was zu seiner Zeit üblich war. Also dass, wenn man jetzt an verschiedene Geschichten aus der Bibel denkt, zum Beispiel mit dem Ehrenabreißen da am Sabbat, dass nicht das Gesetz jetzt im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das ist für mich eigentlich auch das absolute Beispiel. Der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht so sehr das Drumherum. Ja, Jesus ist der Weg, die Liebe und für das Gute zu leben. Dass er nie gescheut hat, die Wahrheit zu sagen. Er war eigentlich ein großer Kritiker der damaligen Zeit. Er hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Er hat Missstände angesprochen. Und ich glaube, genau das ist Mission. So im Prinzip ein bisschen Jesus nachahmen zu probieren in diesen Sachen. Einfach Notstände aufzeigen und auch immer bei den Leuten zu sein. Getauft und gesandt, um sich lieben zu lassen. Getauft und gesandt, um zu lieben. Getauft und gesandt, um sich lieben zu lassen. Getauft und gesandt.